Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silent. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, deren Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung des Glockensymbols beim ebenfalls ein Rätsel. Als Sprecher des Salem Police Department drückte uns... Jeder, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten... Es gibt keine Verbindung zwischen den Opfern. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür! Ronan O'Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs, des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia? Nein, bleib bei mir! Bleib bei mir! Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verrückt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Das Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Oh. Oh. Aufgepasst, oh Lady! Nein, nein, nein! Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht wache ich ja auf. Komm schon, jemand muss das Glas splittern gehört haben. Nein. Komm schon, Scheiße! Thank you.
Komm sofort zurück! Ronan, ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein, aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke, kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebste. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia! Geh nicht, Julia! Verdammt! Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann. Das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Hey Mann, kannst du mich hören? Sieh da, bitte! Verdammt! Hey, du! Hey, hörst du mich? Komm zurück! Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinger scheinen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Hm. Sei nicht schüchtern. Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Was ist los? Ich hatte gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen.
Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Nun, viel Glück dabei. Warte, warte, ich muss noch mehr wissen. Heilige Scheiße! Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Seltsam. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Hey, Baxter! Hey! Hey! Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar. Ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja. Es mag nicht mein Tatort sein. Aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein. Und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen sie schon was. Also, haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Wäre gut zu wissen, worüber Sie reden. Ich muss sehen, ob Sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung.
Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam. Du weißt, sieben in die Brust. Du weißt, nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir immer seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr Krimineller als Cop. Wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Der Mörder kam aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Das ist meine Chance. Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Puh. Hey, Sarge, 1019. Kehren Sie zum Tatort zurück. 10-4. Oh, du bist's nur. Hey, hey, wie ist es zurückgekommen? War ich das? Hey, hey, komm zurück! Die sind nicht für dich. Klasse. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Geschenk meiner Mom. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Umdrehen. Sie sind verhaftet. Thank you.
bin ich also reingeplatzt. War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Spur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Der Dachboden muss dort oben sein. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Raus aus meinem Kopf! Verdammt! Wenn du nochmal von mir Besitz ergreifst, dann... Du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei Warte mir abzuladen. Warte mal, ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Sekunde mal. Du kannst mich sehen und hören? Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, schon klar. Du bist tough. Okay. Aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal, es tut mir leid.
Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Also warum würde er nach dir suchen wollen? Dieser Irre hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Wo ist deine Mom, Kleine? Vermutlich tot. Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen, nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay, wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung. Das Schlimmste anzunehmen hat noch nie geholfen. Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen, ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom, aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben, sonst finden mich Leute wie du zu leicht. War auch nicht oft zu Hause, als ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Okay, okay, was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder tat es, was auch immer. Meine Mutter wird seit ein paar Tagen vermisst. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach. Nicht so. Anständiges Leben? Ja. Hey, du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profilerin. Sorry, Kleine. Da klingelt bei mir nichts. Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Buch zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, in dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist? Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugin, deren Leben ich gerettet habe. Du bist allein nicht sicher. Jemand muss auf dich aufpassen. Wir Cops finden Vermisste. Ich habe dich gefunden und ich kann dir auch helfen, deine Mom zu finden. Dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Keine Chance. Versteh mich nicht falsch. Du hast mein Leben gerettet und das kann ich nie wieder gut machen. Aber deine Probleme sind deine. Meine sind meine. Da sind sie. Viel Glück, wirst es brauchen. Viel Spaß im Jenseits. Warte mal! Geh noch nicht! Warte mal eine Sekunde, ja? Hör zu, es geht auch um deine Mutter. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Was kannst du schon ausrichten? Du bist tot. Ich komm klar. Lass mich in Ruhe! Ich wette, sie weiß noch mehr. Sie darf nicht abhauen. Es muss einen anderen Weg nach unten geben. Warte! Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komm wieder. Warten Sie nicht auf mich.
Sei vorsichtig, mein Kind. Also, wo ist sie hin? Geh jetzt. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Na gut, erzähl's mir nicht. Jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise. Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder allein war, als Stütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeiten. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training. Er ist jetzt ein gesuchter Cop-Killer. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Nein. Zurzeit keine Verdächtigen, Sir. Das läuft auf schlechten Führungsstil hinaus, Lieutenant. Die Entscheidung, dass Ronan allein reingeht, verantwortest allein du. Wir verlieren einen unserer Männer und du hast weder einen Verdächtigen noch Hinweise? Also, Captain, er hat Handschuhe getragen und außer der Klinke an der Wohnungstür nichts angefasst. Hat keine Abdrücke, Fasern oder sonstige Spuren zurückgelassen. Und wenn du glaubst, ich will nicht auch, dass der Typ dafür bezahlt, liegst du gehörig falsch. Pass auf, was du sagst, Rex. Jeder weiß, er war dein Schwager. Daran brauchst du uns nicht zu erinnern. Verlierst du nochmal die Beherrschung, werden sich noch mehr von uns Ronin anschließen. Verstanden? Finde den Typen. Oder irgendwas, das uns direkt zu ihm führt. Sofort. Das ist ein Befehl. Ja, verstanden. Ich muss Infos zu den vermissten Mietern finden. Jeder dieser Schlüssel ist eine Straftat. Jeder einzelne, das verstehst du, ja? Nein? Okay, ist deine Beerdigung. Warte ab, entspann dich. Wirst eine Weile hier sein. Scheiße! Okay, hör zu. Hör zu, ich kann dir vielleicht helfen. Ist das Buch deiner Mutter zum Glockenmörderfall hier? Ja, und es würde mir wahrscheinlich helfen, meine Mom zu finden. Aber wie schon gesagt, du bist tot. Wie solltest du mir helfen können? Hey, ich kenne diesen Ort besser als du. Wer war die Kontaktperson deiner Mutter? Wer? Keine Ahnung. Sie hat ihn immer nur Bastard genannt. Baxter. Okay. Sein Büro ist im ersten Stock. Bleib an mir dran, ich bring dich hin. Los! Wohin?
Sie sehen mich. Nicht mehr lange. Mir nach. Ich bring dich an diesen Cops vorbei und zur Tür auf der anderen Seite. Kinderspiel. Tja, letztes Mal bist du erwischt worden, Magellan. Bleib unten, sonst werden sie dich sehen. Gut gemacht, Kleine. Wir sind fast da. Ich brauche keinen Cheerleader. Dank mir haben wir es bis hierher geschafft, oder? Du hast dich abknallen lassen, du Profi. Hey, Kleine. Ich kann ja nicht lang. Du wirst mir helfen müssen. Kannst du nicht rüberfliegen oder so? Ich bin ein Geist, kein Flugzeug, klar? Du brauchst mich, um sein Büro zu finden. Oh. Ich mach das. Das war knapp. Wo sind denn alle? Detectives arbeiten in der Tagschicht. Okay, welches Büro ist Baxters? Da hinten im Flur auf der rechten Seite. Okay. Willst du geschnappt werden? Du bist so unauffällig wie ein Tornado. Hier sah es schon so aus, als ich reinkam. Ja, ich weiß. An wie vielen Orten kann man in so einem winzigen Raum ein Buch verstecken? Wer weiß. Jemand hat wohl ein echtes Vorstrafenregister versteckt. Jetzt habe ich den Beweis. Er hat diese Akte nie benutzt, um mich zu erpressen. Klar, lass dir Zeit, keine Eile. Das Buch findet sich bestimmt von selbst. Okay, nur die Ruhe. Cops verstecken Dinge nicht so offensichtlich. Ich muss nur dahinter kommen. Ich glaube, ich hab's. Zeig's mir. Da ist ein Knopf an der Seite des Waffenschranks. Ja, das ist es. Bitte sag mir, du weißt, was all diese Symbole bedeuten. Ja, ein paar davon kenne ich. Hä? Komisch, ihr letzter Eintrag lautet, er weiß von mir. Oh Gott, das heißt, er war hinter ihr her. Das weißt du nicht. Komm, wir müssen weiter. Oh, Mist. Hey, was ist das? Das Museum. Komisch. Wie kommt das in ihr Buch? Keine Ahnung. Nimm es einfach, wir finden es später raus. Sie ist hier irgendwo. Ich sehe hier nach. Check du die Büros. Wir müssen los. Bleib außer Sicht. Los, los! Warte, warte. Ich muss nachsehen, ob die Luft rein ist. Rex. Wer ist das? Ein Cop, dem du aus dem Weg gehen solltest. Okay, du musst zu dem Raum dort gelangen, aber warte auf mein Signal. Hey, Lieutenant, warten Sie. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr sagt? Los, los, los! Danke, dann ist das im Hafenraum. Ach du Scheiße, was ist das für ein Ort? Die Glockenmörder-Einsatzzentrale, alles, was wir bis jetzt über den Fall wissen. Nun, ich hab, was ich brauche, also. Man hey, sieht sich. Wenn du weiter versuchst, das allein durchzuziehen, bringst du dich noch um. Einigen wir uns auf. Ich schuld dir was. Scheiße.
Hey, so leicht kommst du mir nicht davon. Wenn dir so viel an dem Fall liegt, dann find deine eigenen Beweise. Ohne mich wirst du deine Mutter nicht finden. Was? Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Okay, hör mal. Deine Mutter schrieb das Buch, um zu helfen, den Mörder zu fassen. Aber es wird dir nicht sagen, was ihr passiert ist. Die Antworten auf unsere Fragen bekommen wir nur, wenn wir den Mörder finden. Ich brauche einen Helfer in der Welt der Lebenden und du brauchst einen Detective. Ihr letzter Fall. Ashland Hills Friedhof. Sie können es nicht sehen, aber es ist da. Was? Keine Ahnung, Schätze. Mom hat gedacht, dort gäbe es einen Fall, der mit dem Glockenmörder zu tun hat. Die Cops sahen das anders. Gut, dann gehen wir als nächstes. Ashland Hills. Wir? Komm schon, wir brauchen einander. Du brauchst mich wesentlich mehr als ich dich. Von mir aus Partner? Okay. Fürs Erste. Der Moment ist alles, worum ich mich sorge. Ronan. Mein Name ist Ronan O'Connor. Ich bin Joy. Im Ernst? Ist Ronan etwa besser? Haben deine Eltern gedacht, dass du mal ein Gladiator wirst? Wir gehen also wirklich auf einen Friedhof. Yep. Ich muss was erledigen. Schlag vor, wir treffen uns dort. Nein. Du lässt mich nicht schon wieder. Wenn du mir folgst, kannst du unsere Abmachung vergessen. Wenn es so sein soll, dann sehe ich dich dort. Wenn nicht, dann nicht. Du tauchst besser auf diesem Friedhof auf, Kleine. Du bist die einzige Lebende, die mir bleibt. Das immer als Julias letzte Ruhestätte betrachtet. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist. Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenes erinnern. Noch ein gruseliges Geistermädchen, das mich verfolgt. Tut mir leid, dass es so lange her ist, Julia. Die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Überlass das mir. Psst.
Ich muss flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser Joy. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wär's ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Das ist sie. Die auf dem Foto. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Hast du das gesehen? Ja, sie hat mit dem toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Gefallen. Gib ihr eine Chance. Bitte. Hey, ich brauche Hilfe. Bitte. Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Scheiße. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Oh, oh. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. Hey, warte. Ich will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Ja, ich bin Polizist. Mein Gott, du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Du willst mir etwas zeigen. Sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten. Hey, schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Ich bin auf deiner Seite. Was zum Teufel ist das? Vertrag? Was meinte er mit Vertrag? Nein, das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. Sein Symbol, es muss was bedeuten. Ich sollte zu Joy zurück.
Ronan, ich habe Schreie gehört und... Schön. Dir geht's gut. Naja, tot bin ich immer noch. Ich hoffe, du hast was gefunden. Ja, habe ich. Der Glockenmörder hat sie ertränkt und ihre Leiche den Fluss runtertreiben lassen. Mutter hatte recht. Das ist ein Glockenmörderfall. Hast du eine Spur von meiner Mom gefunden? Überreste einer Erinnerung oder so? Tut mir leid, Kleine. Gut, dass du nicht gesehen hast, was er dem Mädchen angetan hat. Der Typ ist... Er ist sadistisch. Eins ist merkwürdig. Er hat das Mädchen nach einem Vertrag gefragt, bevor er sie getötet hat. Vertrag? Glaub nicht, dass ich was über einen Vertrag gelesen habe. Nein, warte. Ein anderer Fall. Mögliche Glockenmörder-Überlebende. Iris Campbell. Paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wirres Gerede über Verfolgung. Und ein Vertrag. Schon wieder Vertrag. Steht da vielleicht, wo sie ist? Hier steht nur Luxa Turner. Ist das ein Ort? Ja. Luxa Turner ist eine psychiatrische Klinik. Das war ja klar. Okay, kann's losgehen? Eigentlich... Geh schon vor, ich... muss hier noch jemanden besuchen. Oh. Wir treffen uns bei der Klinik. Da ist es noch schlimmer als hier. Bald. Bald sind wir zusammen. Bald schon. Es tut mir leid, Julia. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mach dir keinen Kopf, sie weiß es schon. Psychiatrische Anstalten. Der einzige Ort, an dem Folter zu deinem Besten ist. Wenn ihre Experimente jemandes geistige Gesundheit wiederhergestellt haben, kann man nur hoffen, dass es auf Kosten des Gedächtnisses passiert ist. Bereit? Entspann dich, wir sind runter vom Friedhof. Und dafür unter lauter Verrückten. Ich freue mich. Leute, die Dinge sehen, die sonst keiner sieht, enden hier. So verrückt bist du nicht. Komm schon. Okay. Ich helfe dir reinzukommen, aber ich... Aber was? Wenn wir dieses Mädchen Iris nach dem Vertrag fragen wollen, sollte das von einer lebenden Person erledigt werden. Vergiss nicht, wer dir die Türen aufmacht, mein Freund. Ja, ja. Alles klar, Kleine. Du bist am Zug. Du musst Iris' Zimmernummer herausfinden. Hi. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche nach einer Freundin. Die Besuchszeit ist vorbei. Richtig. Aber sie war bei den Cops. Dann rede eben mit den Cops. Hab ich ja. Und die sagten, sie sei eine Gefahr für sich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Gut.
Halt sie einfach hin, okay? Wir müssen ihren Schwachpunkt finden. Vielleicht helfen uns die Dinge auf ihrem Tisch. Kleiner, ich hasse es, hier zu sein und mich zu fragen, ob es dir gut geht. Du bist alles, was ich noch habe. So wie die Freundin dieses Mädchens alles ist, was ihr geblieben ist. Tut mir leid. Ich weiß, wie hart es ist, wenn jemand auf dich angewiesen ist. Wie heißt deine Freundin? Iris. Iris Campbell. Ja. Sieht aus, als sei deine Freundin Iris hier. Alles wird wieder gut. Danke. Jetzt geht's mir besser. Halt durch, Kleine. Ich mach das. Ich muss nur einen Blick auf ihren Monitor werfen. Nein. Was jetzt? Okay, geh weiter. Geh zu Iris' Zimmer. Nein, nein, wir bleiben zusammen. Joy, wir haben keine Wahl. Wir treffen uns dort, sobald ich weiß, wie ich hier vorbeikomme. Los! Los! Die Sorgen gemacht. Er hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde heraus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Symbol. Ich habe es schon mal gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht in Mams Buch? Sie sehen definitiv vertraut aus. Dieses bedeutet Schutz. Warte, Vertrag? Sie weiß es noch, sie weiß es noch! Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Also, was war's? Was hast du gesehen? Oh
Armes Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lasst uns in Ruhe! Iris, alles okay? Ronan. Es ist Rose. Flammen. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben! Wer seid ihr? Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr. Na los, sie kommt mit uns. Nein, ihr nehmt sie nicht mit. Hör zu, willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit uns. Such's dir aus. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komm später nach. Geh! Gut. Komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Das passt zur Aufklärung einer Mordserie. All diese Morde haben die Stadt in Panik versetzt. Nun führt alles hierher, zu einer Gala, die eine Zeit feiert, zu der Salem sich in einer anderen Art der Massenhysterie befand. Versammelt euch und werdet Zeugen des gerechten Ablaufes eines Prozesses von höchst abscheulicher Natur. Nun zu euch, Goodwoman Putnam. Ihr seid des Mordes an 7 eurer eigenen Kinder angeklagt, von denen ihr behauptet, sie seien von den Mächten des Teufels geholt worden. Diese Freakshow liefert mir hoffentlich ein paar Antworten. Ich habe es nicht getan. Meine Teufelsbrut von Kind ist meine Anklägerin. Dämonischen Vertrag, dunklen Kräften.
Abigail Williams. Nein. Du Geißel Salems. Es ist Zeit, für deine Sünden zu bezahlen. Also benutzt der Glockenmörder Folterinstrumente, um seine Opfer zu töten. Aber warum sie wie Hexen töten? Komisch, dass nichts von den Anklägern ausgestellt ist. Es ist so ein wichtiger Teil von Salems Geschichte. In der Tat sind einige Stücke noch nicht ausgestellt. Wir bereiten sie im Moment oben im Restaurationsraum vor. Mal sehen, was sich hier noch finden lässt. Joy? Ich sagte, du sollst auf Iris aufpassen. Du bist nicht mein Boss. Ich habe unten einiges gefunden. Der Glockenmörder tötet seine Opfer, als wären sie Hexen. Ich gehe nach oben und sehe nach, was ich noch finden kann. Ich hätte dir sagen sollen, folge mir, dann wärst du vielleicht in der Kirche geblieben. Hast mich durchschaut. Halte nach Sicherheitskameras und Alarmanlagen Ausschau. Danke für den Tipp, aber das ist ja nicht mein erster Einbruch heute. Das sieht wie der richtige Ort aus. Mal sehen, was mir diese Artefakte über die Hexenprozesse sagen können. Kleine, du musst dieses Bild für mich hochheben. Es heißt, die gehängte Hexe. Gruselig. Es ist das Symbol des Mörders. Es wird für immer dir gehören. Schande über dich, Bridget! Dein vermeintlicher Kontakt zur Geisterwelt wird dich noch in die Verdammnis führen! Er jagt also Medien, weil er sie für Hexen hält? Das ist Irrsinn. Kenne ich jemanden, der sich für Medien interessiert? Baxter. Und warum ist Baxter darin verstrickt? Er wurde mit der Degradierung abgezogen. Wir haben das Symbol des Mörders. Wir haben einen Verdächtigen. Wir sind fast am Ziel. Und nicht einen einzigen Schritt näher an meiner Mom. Wie gesagt, die Welt braucht nicht noch eine Heulsuse. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du verstehst das nicht. Ich versteh's nicht? Meine Frau wurde vor 3 Jahren ermordet. Sie ist ins Licht hinaufgeschwebt und ich stecke hier mit einem zickigen Teenager fest. Oh. Deine Mutter versteckt sich seit wann? 2, 3 Tagen? Hä? Und ich garantiere dir, wir finden sie. Wenn ich versage, wenn wir versagen, werde ich Julia nie wiedersehen. Niemals! Wir versagen nicht. Ich brauche keinen Cheerleader. Tut mir leid, ich wusste nichts von dir. Ja. Hör zu. Wir müssen nach dem handeln, was wir wissen. Geh du zur Kirche. Zur Kirche? Wo gehst du hin?
Baxter ist unser Hauptverdächtiger. Ich muss in seine Wohnung überprüfen, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Vermutlich keine gute Idee, als Flüchtiger einen Kopf zu besuchen. Gut, wir sehen uns später. Zu die Eile, Jungs. Wo wollt ihr hin? Ach, nein, nein. Cops und Kriminelle gewöhnen sich an die Blaulichter. Und trotzdem können sie einem manchmal noch Schauer über den Rücken jagen. Du könntest glatt das Gefühl kriegen, diesmal sind sie hinter dir her. Gott sei Dank bist du okay. Nein, nein, Joy, Joy, nicht! Verflucht. Lieutenant? Hab sie erwischt, als sie hier rumschlich, sagt sie seine Freundin des Priesters. Wo ist Pater McCauley? Geht's ihm gut? Setz sie in mein Auto. Ich will sie selbst befragen. Und erinnere Broyles daran, dass die Tür sich nicht von allein bewacht. Ja, Sir. Es war eine einfache Frage, bitte. Sei nicht so hart zu ihr. Hey, hat schon jemand Baxter gefunden? Nein. Wir haben im Revier nachgesehen, waren bei ihm zu Hause. Gar nichts. Da stimmt doch irgendwas nicht. Mal ehrlich, haben Sie so etwas schon mal gesehen? Hm? Das alles ist mir ein verdammtes Rätsel. Ich weiß nicht. Es wirkt alles so wahnsinnig. Wahnsinnig. Ich muss den Tatort finden, bevor sie die ganzen Beweise wegschaffen. Wenn sie geblieben wäre, würde sie jetzt noch leben. Halte nicht zu stark an dem fest, was dich hier hält. Denk daran, es war nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Was hat er hier noch getan?
Heilige Scheiße. Okay, alle zusammen, lasst uns das Bild machen. Wir müssen jetzt zum Empfang. Kommt alle her! Hey, ist sie okay? Ist schon gut, ist schon gut. Alles in Ordnung. Mach Angst. Lass mich los! Er ist hier! Hören Sie, Sie sollen verschwinden. Das waren keine normalen Glockenmorde. Diese Leute waren bloß im Weg. Er hatte es auf Iris abgesehen. Ob es in Joyce Zimmer noch mehr Beweise gibt? Wie soll ich ihr das mit dir nur beibringen? Warum war der Mörder hier? Er starb, als er versuchte, Iris zu beschützen. Ich glaube kaum, dass es Joy deshalb weniger wehtut. Verdammt. Sie mag vielleicht nicht die ideale Mitbewohnerin sein. Und sie hat Ecken und Kanten. Aber das Zimmer wird dir gefallen. Und ihr werdet gut miteinander auskommen. Keine Sorge, ich komme mit fast jedem aus. Ausgezeichnet. Das ist das Zimmer. Da wären wir. Pate, was ist los? Geh, geh! Der Mörder war wegen Joy hier und hat stattdessen Iris erledigt. Das hier ist eine Sackgasse. Und wo ist Baxter? Wenn er nicht hier ist, schuldet er uns eine Erklärung. Was ist mit dir? Hast du was gesehen? Ruhig, Kätzchen. Ganz ruhig. Ich bin's, dein alter Kumpel Ronan. Der Mörder hat was in den Luftschacht fallen lassen. Vielleicht kann mir die Katze helfen, da ranzukommen. Danke für die Hilfe. Das ist es. Das Versteck des Mörders. Ich muss zum Haus des Urteils.
Mach deinen Geisterkram und hol mich hier raus. Mach schon. Vertrau mir. Du bist hier besser aufgehoben. Sicher. Okay. Was ist passiert? Er hat nicht gelitten. Du lügst. Er starb, um Unschuldige zu beschützen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Er ist meinetwegen gestorben. Hey. Auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren hilft bei unerlaubtem Betreten und Flucht nicht. Also spar dir die Verrücktheiten, klar? Mann, Rex, mach mal halblang. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Nicht? Dachte ich mir. Wir überlegen uns auf dem Revier, was wir mit dir machen. Warum passiert mir das schon wieder? Joy, sag ihm, was wir entdeckt haben. Sie müssen alles wissen. Du musst ihn irgendwie überzeugen. Wo gehst du hin? Der Mörder hat einen Hinweis auf das alte Herrenhaus, das wir im Museum sahen, zurückgelassen. Erzähl Rex auch davon. Das ist vermutlich das Versteck des Mörders. Okay, ich versuch's. Zu seiner Blütezeit war das wohl mal ein interessantes Museum. Jetzt wird es nur noch von rostigen Nägeln und Gerüchten gestützt. Ein Haus, in das du nicht mal deinen schlimmsten Feind schicken würdest. Okay, da ist es. Das Haus des Urteils. Vielleicht ist dieser verlassene Ort doch nicht so verlassen. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Sieh dir all diesen Mist an. Was ist das? Oh, frische Farbe, das wurde gerade erst fertiggestellt. Flieg, kleine Hexe, so weit du kannst. Heute Nacht verfolgt dich große Angst. Beide Reiche du sollst verlassen und wie andere im Tod verblassen. Es handelt von Joy. Er wird sie heute Nacht töten. Warte. Ähnliche Morde. Mehrere Mörder. Jahrzehnte auseinander. Ist das eine Reihe von Nachahmern? Eine Verschwörung? Was hast du noch in diesem Haus versteckt, du Freak? Was war das? Oh mein Gott, Baxter? Ich hätte derjenige sein sollen, der dich aufhält. Ronan? Was zum Teufel ist hier los? Kranker Hurensohn. Wieso hast du das getan? Warum die Hexenprozesse zurückbringen und all diese unschuldigen Mädchen töten? Du glaubst, ich bin der Glockenmörder? Bist du irre? Ich bringe noch niemanden um. Du musst mir helfen. Was ist das für ein Ort? Wir müssen hier raus. Oh, wir müssen hier raus. Auf einmal sind wir Kumpels. Ah. Erzähl mir sofort, was hier los ist.
Also, wer hat dich umgebracht? Der Glockenmörder, du Trottel! Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Wo ist der Mörder? Keine Ahnung. Er könnte überall sein, aber als wir kämpften, hat er etwas gesagt, das ich überhaupt nicht kapiert habe. Warte. Der Mörder hat tatsächlich gesprochen? Nicht viel. Aber ich habe einen Nerv getroffen. Ich sagte dem Schweinehund, er würde bald tot sein. Aber er meinte, ich kenne den Tod bereits. Und etwas von, mein Werkzeug des Todes wird heute Nacht wieder morden. Mein Werkzeug des Todes? Aber er tötet immer auf unterschiedliche Weise, ich versteh's nicht. Ja, ich auch nicht. Wir müssen rauskriegen, was das bedeutet. Was hast du hier gemacht? Ich bin einem Hinweis gefolgt. Ich habe den Fall nie aufgegeben. Ich habe mit diesem Medium, Cassandra, gearbeitet. Und wir haben herausgefunden, dass der Glockenmörder Medien jagt. Als würde er die Hexenprozesse nachahmen. Von da an konnten wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Deswegen warst du also im Museum. Weißt du, wo Cassandra ist? Ist sie noch am Leben? Soweit ich weiß, ja. Ich habe sie in einem Unterschlupf außerhalb der Stadt untergebracht. Oh mein Gott, sie lebt. Ich war sicher, sie sei auch tot. Joy wird ausrasten vor Freude. Sie sollte nicht allein sein. Hat Cassandra mal ihre Tochter erwähnt? Hat nicht aufgehört, von ihr zu reden. Wir haben tagelang nach Joy gesucht, aber es war zu riskant. Cassandra hat mich angefleht, Joy aufzuspüren, aber bis jetzt konnte ich sie nicht finden. Du wirst das nicht glauben. Joy hat mir heute Nacht geholfen. Klar, dass ein Kopf wie du es nicht allein so weit geschafft hätte. Du meinst wie die Hilfe, die du von ihrer Mutter bekommen hast? Okay, geh du zu Cassandra. Sorg dafür, dass sie sicher ist und bring sie zurück zum Revier. Was werden wir tun? Ich sehe mir ganz schnell den Keller an und schmiede einen Plan. Hoffe ich. Passiert. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Ich dachte, ihr steht für Gerechtigkeit. Wie ist das gerecht? Deine mörderischen Launen haben vor Gericht nichts verloren. Du bist eine verkommene Ungläubige. Die Familien jener unschuldigen Seelen, die du durch falsche Anschuldigungen der Hexerei hast hinrichten lassen, werden heute Nacht Gerechtigkeit erfahren. Falsche Anschuldigungen? Was zeichnest du da für einen Unsinn? Mein Zeichen wird sich in das Fleisch dieser Stadt einbrennen. Und wenn es eine Ewigkeit dauert, ich werde eigenhändig die Glocke für jede Hexe in Salem läuten. Was? Der Typ, der mich umgebracht hat, ist Abigail? Sie ist der Glockenmörder? Wie ist das möglich? Ich muss hier raus und sie ausfindig machen. Zentrale, ist Rex angekommen? Er hat eine Verdächtige zum Revier transportiert und wir erreichen ihn über Funk nicht. Geht auch nicht ans Handy. Nein, ist er nicht. Wir melden uns, wenn er auftaucht. Verstanden. Scheiße, wenn Rex vermisst wird. Es könnte in diesem Moment passieren. Wo hast du Joy hingebracht, du Arschloch? Ja. Werkzeug des Todes bedeutet ihres Todes, wo sie getötet wurde. Der Galgen im Museum. Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg.
Niemand verdient es, ermordet zu werden. Und wenn der Psychopath, der versucht, jemanden umzubringen, behauptet, er tue es für die Gerechtigkeit, dann ist das nur noch verdrehter. Joy! Ronan, Hilfe! Keinen Schritt weiter. Nein, nicht du, Rex. Das hat nichts mit ihr zu tun, Abigail. Oh doch, hat es sehr wohl. 300 Jahre lang haben wir Hexen hingerichtet, die unsere schöne Stadt verdammt. Downton, los! Männer, die ihren dämonischen Vertrag verheimlichen und über Kräfte verfügen, die sie nicht haben sollen. Genau wie du. Wag es ja nicht, sie mit mir zu vergleichen. Ruhig, ruhig. Hände hoch! Hilfe! Mach jetzt keine Dummheit! Hände hoch! Hören Sie auf damit! Hände hoch! Sofort! Abigail, nein! Du Stück Scheiße! Was tust du? Nicht jetzt. Du warst es. Ich wollte nicht, dass du der Wahrheit näher kommst. Ronan, tu was! Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Nein. Geißel Salems, es ist Zeit für deine Sünden zu büßen. Das darf einfach nicht sein. Du willst Erinnerungen gegen mich verwenden? Das Spiel spiele ich gern mit. Ich kenne die Wahrheit über deinen Tod, aber immer noch nicht die über meinen. Hast du Rex benutzt, um mich zu töten? Rex war der Einflussreichste. Er wurde respektiert, der gefürchtetste Amtsträger der Stadt. Natürlich habe ich das. Wie kann Rex der Mörder sein? Der Mörder von Rose hatte blaue Augen, aber Rex nicht. Ich habe nicht immer dieselbe Person für meine Morde benutzt. Baxter. Warum hast du Baxter getötet? Irgendwann bringe ich alle Mörder um, die ich benutze. Besonders die, die der Wahrheit zu nahe kommen. Ich war in der Wohnung nicht mal nah an der Wahrheit. Ich war keiner deiner Mörder. Warum musste ich sterben? Thank you.
Nein. Nein, nein, ich... Unmöglich, wie könnte ich? Du hast mich benutzt. Wir alle haben eine dunkle Seite. Manchmal ist sie offensichtlich, manchmal nicht. Wenn wir Glück haben, bleibt unsere dunkle Seite verborgen. Nach dem Gesetz war Rex ein Mörder. Aber das Gesetz sieht nicht immer die Wahrheit. Joy tat es. Und sie würde nie Anklage erheben. Würde Rex vielleicht sogar helfen, Spuren zu verwischen. Eins ist sicher. Sie ist ein besserer Mensch, als ich es in ihrem Alter war. Ein Kind, das Vergebung verdient. Sie hat ihren Preis bezahlt. Und ein paar kleine Verbrechen auf der Suche nach ihrer Mutter, nun... Selbst die härtesten Cops würden ihr dafür vergeben. Kein Glockenmord mehr seit der Nacht, in der Abigail ihr Ende fand. Der Fall wurde offiziell nie geschlossen. Aber Erinnerungen verblassen, Zeit heilt Wunden. Mit etwas Glück kann Salem seinen Frieden finden. Der Tod begleicht alle Schulden, hat mein Vater immer gesagt. Ewig habe ich das geglaubt. Aber die Wahrheit ist... Das Leben ist nicht vorbei, bis du ehrlich mit deiner Schuld umgehst. Du musst reinen Tisch machen, deine Schulden bezahlen. Erst dann kannst du weiterziehen. Ronan?